Sind 10 vor 2. Also, sorry für den Gesamtzusammenbruch. Muss ich mich jetzt wieder neu anmelden hier, oder was? Okay. So. Da muss ich nochmal anrufen. Oder ist er mir jetzt böse? Ach so, ja, die Uhr da oben geht 10 Minuten vor. Stimmt, das ist erst 20 vor 2, genau. Nimm mich doch mal an, nochmal, Fuchs. Oder geht's nicht mehr? Ich rufe dich gerade an. Na, ich wollte nur sagen, es gab ja Anruf abgelehnt. Also ehrlich, Frechheit. Ich wollte nur noch mal sagen, der Frank Tausch hat ja bereits eine Kritik dazu gemacht, zu dem Film J. Edgar. Und er sagt ja, dass er das dem Film vorwirft, dass er eigentlich zu wenig auf diese Skandale ganz eingeht, die es ja wirklich gab. Ne? Und diese ganzen. Hallo? Ach, da ist er wieder, alles klar. Irgendwie ist die Verbindung abgebrochen. Ich ja, von meiner Seite. Es war der Reconnect. Ich bin überall rausgeflogen. Ach, das macht nichts. Ich bin dir nicht böse. Das ist gut. Ich habe von Oliver Stone's W, also der Film von... Ja, den kenne ich auch. Der ist gut, ja. Ja, einige sagen, er wäre auch zu harmlos. Vor allem habe ich denn die Szene vermisst, wo er mit den Schuhen auch beschossen worden ist. Das ja. ist ja auch eine legendäre... Stimmt, ja. Ein legendäres Video. Die hätte eigentlich mit rein müssen, das ist wahr, ja. Der hätte rein müssen. Und, aber er ist auch noch gut geduckt vorher, ne? Mhm. Hat er noch gut reagiert. Ja, das hätte man ihm gar nicht zugetraut. Ja, sonst genau. Sagt er immer Terrorists, weiß der Teufel noch was. Einige sagen, er wäre ja eine Marionette gewesen von seinem Vater. Mann, ich sage, keine Ahnung. Wir werden es nie erfahren. Nee. Ach ja, war Stone nicht auch der Film, wo der John F. Kennedy Attentat verfilmt hat? Ja, ja. Ist er eigentlich gut? Er ist für sich gut, aber es gab ja hinterher viele Historiker, die gesagt haben, das ist totaler Käse, der da erzählt wird. Weil der Film behauptet ja im Grunde genommen, dass es mit dem Vietnamkrieg zu tun hatte, dass Kennedy erschossen wurde. Also nach dem Motto, wollte den Vietnamkrieg eigentlich verhindern und da haben sie ihn aus dem Weg geräumt, damit auch ja der Krieg geführt werden kann. Die Verschwörungstheorie ist immer wieder. Ja, und die wird in dem Stone-Film ja im Grunde genommen ziemlich dreist behauptet, als wenn das quasi Tatsache wäre. Ne? Und das deswegen ist der Film halt bei Historikern nicht so gut angesehen. Sag mir's mal so. Es gibt viele Gründe, warum er erschossen worden ist. Ja, sicher. Vielleicht ist es die einfache Lösung, dass einfach dieser, wie heißt er schon wieder? Also dieser kleine Angestellte vielleicht wirklich mal... Harvey Oswald. Ja, so viel Glück hatte und mal direkt getroffen hat. Es gibt eine BBC-Dokumentation, die irgendwie was Neues rausgefiltert hat. Dass es wirklich 3 Kugeln waren. Eine ist irgendwie an eine Ampel abgeschossen. Mhm. Abgeprallt. Also, ich weiß auch nicht. Ja, die magische Kugel. Ich weiß nicht. Ich halte Verschwörungstheorie manchmal für überdreht. Sieht man ja nach dem 11. September. Naja, sicher, klar. Zum Beispiel sagen jetzt viele, ja, das war ein Inside-Job. Keiner will es wirklich wahrhaben, dass vielleicht wirklich der Bin Laden es war. Ich weiß es nicht. Vielleicht werden wir es nie wissen.
Vielleicht wird das so eine Legende wie, jetzt fällt mir gar keine an. Ja, das ist so wie bei dem. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ah, du weißt ja, Verschwörungstheorien sind doch immer cool. Naja, es macht halt Spaß, ne, diese Dinge. Ich sag mal so, es gibt manchmal Verschwörungstheorien, wo ich mir einfach sage, das könnte man gar nicht so unter der Verdeckung halten. Das würde irgendwann rauskommen. Und das finde ich vor Das. allem bei einigen 9-11-Theorien, finde ich das einfach abstrus. Ich Oh will nicht ja. behaupten, dass da möglicherweise auch irgendwie Dinge bis heute natürlich verdeckt werden oder. Vielleicht wussten auch einige vorher schon, dass diese Attentate geplant sind Das oder halte was. ich für möglich, denn. Aber was da sonst so oft erzählt wird, ist wirklich also teilweise abstrus. Ja, also. Eins kann man wirklich sagen, dass es vielleicht ein paar gewusst haben, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass man den sichersten Raum der USA einfach so vom Kurs abfallen kann und in ein Gebäude einrasen kann. Das Ja, glaube ich nicht. vor allem wenn jemand, der ein paar Wochen Flugübungen gehabt hat, ne? Es gibt ja die Theorien, dass es vielleicht Saudi-Arabien gewesen sein könnte. Aber ich weiß nicht. Vielleicht ist A richtig, vielleicht ist A und B richtig, vielleicht ist es ein bisschen, vielleicht ein Mischmasch. Ach ja, die Mondlandelüge, das ist auch eine Theorie, wo man schon, die kann man eigentlich schon aus dem Fenster kicken. Die finde ich ja grandios, aber richtig ist eben auch, da müssten ja so viele Leute dran beteiligt sein, die alle bis heute stillhalten. Und Stimmt, das und ist ein. das, was einfach nicht sein kann. Ja, und es gibt noch ein gutes Argument, wo man die ganze vom Tisch werfen kann. Die Russen. Wenn die es mitbekommen hätten, dass die Amerikaner, und wir reden hier nicht von blöden Russen, dann der KGB war vielleicht manchmal dämlich, aber sich nicht so dämlich, dass sie das nicht mitbekommen hätten, die hätten doch das ausgebreitet, dass die Amerikaner nie auf dem Mond waren und vielleicht dann eine Gegenbewegung gemacht. Ja, sicher, klar. Ich kann es mir, das ist immer die Theorie, wo nie stimmen kann. Und außerdem, wir sind ja bei John F. Kennedy gewesen, das war das Erfolgreichste, was er jemals gemacht hat. Um Kennedy, sonst hat er nicht viel gespackt. Kuba Was zum war das Beispiel. Erfolgreichste? Die Mondlandung. Das war doch lange nach seiner Zeit. Oder hat er sie vorbereitet, oder was meinst Er du? hat sie Ach vorbereitet. so, okay. Er hat ziemlich viel gemacht, also Bildung. Er hat Leute ausgebildet, die sind Simulator gebaut, der hat die Raketen gebaut. Und er hat alles vorbereitet. Und dann konnte es sein Nachfolger. War doch sein Nachfolger. In Geschichten. Ford, ne? War sein Nachfolger, oder? Gerald Ford? Nein, das war glaub. Nein, ja. Es ist eben so. Hier sehe ich die Johnson, ja, Theorien. Johnson, ja, klar, Johnson, Ja, stimmt. Johnson. Ja, Die richtig. Theorie. Ah. Danke, Luna Lander. Ja, ich habe vollkommen recht. Die Theorien stützen sich, dass die PCs, also die Computer damals, lächerlich waren. Aber man muss jetzt sagen, lächerlich zu Vergleich zu was? Wir reden hier jetzt von Computern, die so groß waren, dass sie ein ganze Wohnung würden einnehmen. Ja, klar. Ja. Wir reden hier von Lochkartensysteme, wo auch das erste Spiel mal rausgekommen ist, ein Tennisspiel. Das ist wirklich eine. Wenn man heute einen PC sieht oder ein Mac, ich weiß nicht, wie dein Mac ist, du hast doch einen Mac, oder? Ja. Hast du einen Dual Core oder ein Quattro Core? Mein großer Computer ist ein Quadrocore.
Ich meine, hätten wir das vor 20 Jahren gewusst, dass es sowas geben würde? Ich glaub's nicht. Ja, aber was willst du damit jetzt aussagen? Es ist ja ein ganz anderes Thema jetzt, wo du jetzt irgendwie bist. Oh ja, stimmt ja. Ich will sagen, für damals sind die Computer sicher ausreichend gewesen. Für damals. Ja. Und darum ist diese Einwand eigentlich nur eine Abwehr für, um irgendwas zu sagen. Zu sagen, darum ist es nicht möglich. Darum ist es nicht möglich, man muss das sagen, die Computertechnologie waren ja in den 60er so langsam in den Kinderschuhen. Und sie kommen erst nach dem 80er, ja wirklich hoch. Und in den 60er hat es nun mal gereicht für den Mond. Man hat... Was willst du mir damit jetzt sagen? Ich kann, also nicht mehr, ich kann nicht mehr so richtig folgen jetzt. Worauf willst du hinaus? Man kann das würde ja eher für die Verschwörungstheoretiker sprechen, dass sie sagen, trotz der nicht vorhandenen oder weit fortgeschrittenen Technik waren sie damals schon in der Lage, zum Mond zu fliegen. Ja, ich denke, man muss es sagen, man kann immer die vier Wahrheiten sagen. Meine, deine, die offizielle Wahrheit und das, was wirklich passiert ist. Und ich denke, ihre Wahrheiten wollen die dann so verteidigen, dass sie die absolute Wahrheit ist, den Verschwörungstheoretiker. Das ist nicht nur beim Mondlandung, das ist bei 11. September, beim Bin Laden. Der ist ja jetzt auch eine Verschwörungstheorie. Ja, wobei da ist aber auch sehr offensichtlich, dass da wirklich irgendwas nicht stimmt. Ne? Also stimmt. Das kommt einem doch sehr komisch vor, die Geschichte. Stimmt. Herr Mr. Obama brauchte eher einen außenpolitischen Erfolg, glaube ich. Und hat man mal einfach mal irgendwas inszeniert für ihn. Ja, aber wollen nicht die Hälfte der USA ihn absägen? Die Tea Party, die Boston Tea? Deswegen ja, deswegen haben sie das ja gemacht. Vielleicht, vielleicht auch nicht, wir werden es nie erfahren. Oder wahrscheinlich nicht, ne. Na, wenn... Ja, die haben 10 Jahre gebraucht, bis sie Bin Laden gefunden haben. Und der war eigentlich nebenan. Wortwörtlich nebenan. Ja, vor allem dieses komische Foto, wie er da vom Fernseher sitzt, das ist doch so absurd, wo man gar nicht richtig erkennen kann. Ja, ich denke, die heutige Computertechnik ist in der Lage, oder ich glaube, da muss man nicht wirklich, da braucht man vielleicht eine alte Kamera, dann einen Typ. Man hat doch sein Gesicht nicht gesehen, oder? Nee, eben. Das ist wirklich seltsam. Wenn man sein Gesicht nicht sieht, dann kann man sich hundertprozentig sagen, das ist Bin Laden. Also glaubt's. Ich glaube... Ja, vor allem, dass die Leiche auch gleich versenkt wurde im Meer. Kurz nachdem er getötet wurde angeblich. Das ist auch merkwürdig. Ich glaube, da hat sich Obama ziemlich mehr geschadet, als sich wirklich geholfen. Wir werden es ja dieses Jahr erfahren. Es sind ja die Wahlen. Wirst du da auch etwas machen? Wollen wir mal gucken, weiß ich nicht. Ist ja erstmal amerikanisches Fernsehen, aber wenn die Deutschen da irgendwie was, nächtlichen Live-Sendungen da, mal gucken. Das könnte ganz interessant werden, ja. Ja, habt ihr nicht gesagt, Politik ist bei euch nicht so im Fernsehen reinmischen? Was ist eigentlich mit Roland Koch? Doch. Ja. Der war doch auch in der ZDF, oder ist er immer noch mit ZDF? Mhm. Da hat sich doch Urban Priol ziemlich aufgeregt, oder was, Georg? Habe ich ja vorhin auch gesagt als Beispiel, dass das natürlich ein gutes Beispiel dafür ist, dass wir in Deutschland auch schon solche Zustände halbwegs haben, ja. Ja. Aber da das ZDF sich ja davon distanziert hat und ging sogar nach Karlsruhe, es wird ja ab dem nächsten Verfassungsurteil geben, ob das rechtens war, was die CDU da gemacht hat, während in Österreich ja das mit dem Segen der ORF-Führung geschieht. Ich weiß nicht, ob ich glaube, bei uns, mich würde es nicht überraschen, wenn plötzlich in der Zeitung steht, politische Einfluss im Schweizer Fernsehen, es würde mich nicht wirklich überraschen. Nein. Und Wolf, das ist eben auch so eine Sache, den haben sie sogar bei uns. Bei uns ist er auch ein Thema.
Keine Ahnung warum. Ja, er ist ein Staatsoberhaupt unserer Nachbarn. Mhm. Er soll. War nicht bei euch auch irgendwas jetzt gerade mit so einem, mit so einem Regierungs. Mitglied irgendwie so eine Affäre? War da nicht irgendwas oder war das woanders? Ich glaube nicht bei uns. Achso, nee, dann war das ein anderes Land. Doch. Jetzt erinnere ich mich wieder. Aber es ist ein ehemaliger Bundesrat gewesen. Mhm. Bei unserer Notenbank hat es einen Skandal gehabt. Genau, Riam, der FNB-Chef, Hildebrand. Aha. Der hat irgendwas mit dem Christoph Blocher irgendwas mal gemacht. Irgendwie Begünstigungen. Das ist bei uns auch so. Begünstigungen haben sie irgendwo gemacht beim Politiker. Genau wisst ihr es nicht mehr. Aber das Thema ist jetzt auch wieder durch. Jetzt schreit kein Kran mehr danach. Tja, das meine ich aber glaube ich auch gar nicht. Aber gut. Naja, das wäre der einzige Skandal, wo mir eigentlich gerade einfallen würde. Aber mit Politiker wüsste ich gerade nicht. Die einzige politische News, wo mich eigentlich wirklich interessiert, ist, dass wir abstimmen, um mehr Ferien zu bekommen. Also mehr Urlaub. Echt? Mhm. Wir stimmen in der nächsten Wahl ab, mehr Urlaub. Da würde ja jeder wahrscheinlich mit Ja stimmen, oder? Oder sind die Schweizer so weit, dass sie auch sagen, okay, ich hätte gern mehr Urlaub, aber ich sehe ja ein, dass der Staat es nicht bezahlen kann, oder keine Ahnung. Das ist eben so eine Sache. Bis jetzt habe ich nur ein Plakat, eine Anzeige bekommen. Also eine Anzeige ist mir wirklich aufgefallen. Und es hat nach FDP gerochen. Und zwar mit dem Satz, mehr Urlaub gefährdet Arbeitsplätze. Ah ja. Ja, der gleiche Gag wie bei euch. Aber ist bei euch die FDP eigentlich noch existent oder ist sie schon? Naja, ich sag mal, wenn nochmal wieder alle Wahlen einmal jetzt durch sind in den nächsten 2-3 Jahren, dann wird es langsam eng, glaube ich, für die. Mhm. Noch sind sie ja in den, es waren länger keine Wahlen jetzt, deswegen... sind nur in Umfragen abgestürzt, aber noch nicht real. Ja, und bei der Berlin-Wahl sind sie ja komplett abgestürzt. Wenn das eine Bundeswahl wäre gewesen, ja. Wären sie doch aus dem Parlament geworfen worden. Aber, ach, kannte ich, ja, genau. Und die unter 5%-Klausel. Man kann es mal... Das gibt es bei uns, glaube ich, nicht, so eine Klausel. Bei uns gibt es noch eine FDP. Und ich würde sagen, sie ist stärker als bei euch. Mhm. Denn ein hat es gerade geschafft, das Nationalrat bei uns in Zürich. Mhm. Ein FDPler hat einen Populisten besiegt. Das muss man erstmal schaffen. Mhm. Denn ja, es kommt eben auch auf die Köpfe an. Ne? Also die ganze FDP-Führung ist ja, das ist ja... Das sind ja echt alles eine Flasche neben der anderen. Also... Also Westerwelle, Rösler. Aber wie heißt der schon wieder, der wo immer... Ach ja, einer von der FDP. Wo sie schon lange wollte, kommt ja in der Heute Show nächste Woche. Ja, Rainer Buderle, ja genau. Ist das nicht dieser Opa, wo mal was Falsches gesagt hat? Meinst du mit Schäuble oder was? Sie können sitzen bleiben, ich muss stehen, oder wie war das? Meinst du das? Keine Ahnung. Ja, Brüderle, über die macht man sich zwar immer lustig, aber der bringt wenigstens noch eine gewisse Kompetenz mit, muss man ja trotzdem ja sagen. Ja. Der war auch in Rheinland-Pfalz ja viele Jahre Wirtschaftsminister, er versteht was von Wirtschaftspolitik, ne? Ich würde es mal sagen, den haben sie ja nicht umsonst gewählt. Obwohl bei Merkel versteht da eigentlich wirklich jemand, wenn man Urban Priol so zuhört, versteht da eigentlich keiner wirklich, was er gerade macht. Der Buderle? Nein, allgemein. Die Zensursalat zum Beispiel, was ist die jetzt bei euch? Die ist Ministerin für Arbeit und Soziales. Auch, und macht sie das gut? Ich höre da immer das Gegenteil.
Naja, sie hat ja momentan ein recht leichtes Spiel, weil ja die Arbeitslosenquote noch relativ gut dasteht momentan. Ja, aber wenn man... Sie ist zumindest eine sehr tüchtige Frau, ist so mein Eindruck. Also sie ist immer sehr engagiert. Naja. Also besser als ihr Vorgänger, also dieser, der, früher war das ja der... Brüderle? Nein, der war vorher der Sozialminister. Achso, das war ja nur kurz der Franz Josef Jung, der erst Verteidigungsminister war, der musste dann ja zurücktreten, genau. Und der war doch der Nachfolger von diesem Kopierer, Gutenberg. Ja, Gutenberg war sein Nachfolger, genau, ja. Naja, bei euch. Also bei uns in der Zeitung kommt auch bei euch, also die Politik bei euch auch so zur Geltung. Und bei euch passiert eben nichts, ne? Ihr müsst ja gucken, was bei uns los ist, ne? Nein, bei uns passiert auch vieles. Ja, klar. Ich meine, wir haben jetzt die Ferieninitiative, jetzt wollen uns paar, weiß nicht mehr wer. Ja, Bündner Fleisch, der Witz ist doch auch langsam alt. Ich weiß nicht, ob du dieses Video kennst, aber unser Finanzminister, also ehemaliger Finanzminister, konnte sich fast nicht mehr halten vor Lachen, als er das Bürokratendeutsch vorgelesen hat. Ich weiß nicht, ob du dieses Video kennst. Also kennst. Was für ein Bürokratendeutsch? Aus Deutschland, oder was? Nein. Unser Finanzminister, weiß gerade den Namen nicht, hat mal... Du weißt nicht, wie euer Finanzminister heißt? Ehemaliger. Ach, ehemaliger, okay. Er kommt aus Bündner. Wie soll ich sagen, er hat einfach mal losgelacht, weil er dieses Bürokratendeutsch total witzig findet. Und das war sogar im Frontal 21. Okay. Ah ja, März. Es war März. In März haben wir doch hier auch gehabt. ein Hans-Rudolf Merz. Der heißt aber Friedrich bei uns. Ja, Schweizer und Deutsche haben fast die gleichen Namen. Ja. Es ist schon, dass wir bei euch abstammen. Wir sind ja bis 1291 ja zusammen gewesen. Und dann haben wir uns unabhängig gemacht. Ja. Von euch. Mhm. Naja, Napoleon hat's ja in eine Verfassung geschrieben. Jetzt haben wir irgendwie der Faden verloren. Ach ja, bei Wolf. Ihr dürft ihn ja nicht wählen. Bei uns sind es 7, wo wir nicht wählen dürfen. Da ist das Para. Der Nationalrat stimmt über unsere 7 Bundesräte. Hallo? Ich kann dir gerade nicht folgen. Also, wie wird er bei euch gewählt? Wir wählen nur den Nationalrat und der Ständerat. Ja. Und diese 2 tun dann die Bundesräte wählen. Ja, okay. Und frag mich jetzt nicht, wie alle 7 heißen. Das sind zu viele Nasen. Mhm. Ich weiß nur, dass unsere Nicht-Finanzministerin, Justizministerin Frau Schlumpf heißt, dann der Verteidigungsminister Schlumpf? Heißt... Schlumpf? Ja, Wittmer Schlumpf. Sehr geil. Justizministerin Schlumpf. Oh ja, da gibt es ziemlich tolle Karikaturen. Finanzminister Gargamel. Nein. Wer unser Finanzminister ist, weiß ich gerade nicht. Aber ich weiß, unser Verteidigungsminister ist Maurer. Einer von der Zürcher SVP. Eigentlich... Wie soll man sagen, so wie ein Maskottchen von unserem Lieblingsblocher. Mhm. Ah, stimmt nicht, Rian hat mich korrigiert. Schlumpf ist jetzt unsere Finanzministerin. Ich glaube, die wechseln sich immer ab. Die wechseln sich ab? Wechseln Ach sich so. Ab. Ja, aber ihr habt jetzt einen Staatsoberhaupt, habt ihr jetzt irgendwie gar nicht. Doch. Gerade weiß ich es nicht. Nicht auf den Chat achten. Ich darf wirklich nicht auf den Chat achten. Nee. Aber sonst gibt mir Riam immer ein paar gute Tipps. Riam,
Er ist unser Chef. Ja, er weiß gut Bescheid, genau. Ah. Ah, Wittmer Schlumpf ist jetzt die Präsidentin. Also die Oberhaupt. Ja, was ist sie denn nun? Ist sie nun Justizministerin oder ist sie Präsidentin oder ist sie Finanzministerin? Naja, wir haben 7 Bundesräte. Sie hat mittlerweile schon 3 Posten hier. Nein, sie ist jetzt die Finanzminister und die Präsidentin, sozusagen die Staatsoberhaupt. Beides? Ja. Wie geht das denn? Frag unsere Demokratie. Ich wüsste es nicht. Also sie ist sozusagen der große Schlumpf, oder was? Ja, obwohl. Staatsoberhaupt und Finanzministerin, das ist aber eine Menge Arbeit jeden Tag, wa? Oh, naja, vielleicht nur, wenn sie gerade etwa jemand von Ausland begrüßt. Obwohl. Also jetzt bin ich mir nicht so sicher. Ich erstmal nach Wikipedia. Bundesräte. Ach so, Wikipedia, kann ich auch nachschlagen, doch. Da brauche ich dich jetzt nicht. Da haben wir gerade unsere... Doch, sie ist Bundespräsidentin, Frau Evelyn Wittmer-Schlumpf. Sie ist unsere Bundespräsidentin und Finanzministerin. Also das ist ja reiner Filz. Das ist ja Filz, der bei euch herrscht. Die wussten, Schweizer, wir sind eben etwas Besonderes. Die wussten nicht, wen sie nehmen sollen, oder was? Möglich, möglich. Unser Verteidigungsminister und Vizepräsident ist Uli Maurer. Also den nur nicht. Ach, das ist der Vizepräsident, der Verteidigungsminister. Ach so, ah ja. Wird unter sich aufgeteilt, die Posten, oder was? Ja. Ich dachte immer, die Schweiz wäre so eine blühende, reine Demokratie, aber wenn ich das so höre, da kriege ich ja doch langsam Zweifel. Es sind eben so, Frau Schlumpf ist von der bürgerlichen Partei, Uli Maurer ist von der SVP, Frau Doris Leuthard, Verkehrsministerin, ist von, wüsste ich gerade nicht, EVEK, was ist denn das? EVEK. Oh nein, CVP. Evangelische Ekelpartei. CVP. Dir Burkhalter FDP. Und der Name ist komplett nicht aussprechbar. Bern SP. Also sind alle Parteien ein bisschen zusammengemischt. Also wir haben nicht eine, so wie bei euch, FDP, CDU. Wir haben hier einen von der Bürgerliche, von der SVP, von der CVP. Ja, ich weiß, das habe ich ja schon mal, hast du mir ja schon mal erklärt, dass bei euch quasi das Parlament regiert. Also alle, die im Parlament sind, sind auch automatisch in der Regierung. Mhm. Ja, das habe ich schon verstanden, ja. Moment. Entschuldigung, war noch etwas raus. Mhm. Aber es nur diese Postenschacherei da, die verstehe ich nicht ganz, aber gut. Ja, ist gut. Das ist irgendwie das ist so eine Art, jeder kommt mal dran, Nummer. Ach so, alles klar. Jetzt ist sie mal, dann ist nächstes Jahr sie oder er. Ach so. Also im Laufe einer Legislatur wird es abgewechselt auch. Das ist ja. Also so ein bisschen wie die EU-Ratspräsidentschaft, die auch alle halbe Jahr wechselt. Wo mal Polen die hat und mal Deutschland und dann eben mal Frankreich und so weiter. Kann man so sagen. Ach so, jetzt verstehe ich das erst, alles klar. Und wir haben jede 3 Monate eine Abstimmung. Und jetzt ist das mit der Mehrferien dran. Und ich bin mir nicht sicher, vielleicht wird es noch abgeschmettert. Wird es abgeschmettert, weil noch genug, vielleicht die Leute von der Arbeitslosigkeit ja Angst haben. Ja, weil da sagen, ja, mehr Ferien bedeutet mehr Arbeitslose. Sowas kann bei uns auch uns. Von wie viel mehr Urlaub reden wir denn hier? Also was ist denn der Antrag? Also eine Woche. Oh, echt? Das ist schon mal ganz schön heftig. Für eine ganze Woche mehr? 5 Arbeitstage mehr Urlaub. Ja. Bescheidenheit ist was anderes, würde ich mal sagen. Und wie viele habt ihr jetzt? Also,
bei mir in der Firma sind die unter 50 vier Wochen. Und die über 50 fünf Wochen. Das heißt, ich bekomme eine Woche mehr. Bezahlter Urlaub. Also wir reden jetzt, eine Woche reden wir von 5 Arbeitstagen, ist eine Woche. Genau. Gut, also 4 Wochen wären ja 20 Arbeitstage. Ja, ein Monat sozusagen. Ja gut, das ist natürlich noch unter dem, was wir in Deutschland haben. Ne? Wir haben ja in der Regel bei uns, glaube ich, noch ungefähr 30 Arbeitstage, 28 bis 30. Also pro Tage. Jahr. Das heißt, ihr habt 6 Wochen. Ja, ja. Also insofern wäre es denn ja eher eine Art Anpassung. Ich weiß nicht, wie das in anderen Ländern so ist. Aber wir haben auf jeden Fall mehr als 20, glaube ich. Also ich habe mal gehört. Das ist klar. Von eurer Tagesschau oder irgendeinem öffentlichen Sender, dass ihr bei Europa von der ganzen EU die meisten Urlaub habt. Ja? Ja, die Griechen haben nicht so viel Urlaub. Habe ich es mal so gehört. Und das heißt, ihr seid die Besten bei den Ferien. Ihr seid die Tüchtigsten und habt auch den längsten Urlaub. Nur die Tüchtigsten, weiß ich nicht genau, wie die Tüchtigsten sind. Naja, das ist irgendwie ein Klischee. Es ist irgendwie ein Klischee. Ja, 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 klar. Das ist so dieses. Das ist nicht nur bei uns so. Das würde ich mal sagen, bei den Österreichern auch. Bei den Franzosen, bei den Italienern. Ihr seid die Tüchtigsten. Es sind eben Klischees, wie bei uns. Alle in Lederhosen rumlaufen und immer Käse essen. Genau. Und bei den Österreichern wüsste ich das Klischee nicht einmal. Bei den Franzosen wäre das Klischee mit diese lange Brot immer rumlaufen und Wein trinken. Genau. Der Brite hat eine Melone auf und eine Times unterm Arm, genau. Ja, ja, sicher, das ist klar, ja. Ich würde mal sagen. Aber ich weiß ja nicht, wie die Diskussion jetzt bei euch läuft in der Schweiz. Eventuell kann es ja so sein, dass ihr euch weit unter dem europäischen Durchschnittswert noch bewegt bei Urlaubstagen. Und vielleicht jetzt eben gesagt wird, wir möchten jetzt mal zumindest uns dem europäischen Durchschnitt anpassen oder so. Dann kann ich es ja noch verstehen. Ich weiß dann nicht, ob ihr tatsächlich wenig Urlaub habt bisher. Also 4 Wochen, das ist nicht wenig. Zumindest haben wir in Deutschland, meine ich, auf jeden Fall mehr. 6 Wochen sind mehr. Ja, ich bin nicht ganz sicher. Einige haben hier im Forum wohnen 1000 verschiedene Sachen eben geschrieben. Von 20 bis 26, aber. Ich glaube, das ist nach Beruf. Ja, das kann sein, dass es von den Tarifverträgen letztendlich abhängig ist. Kann sein, ja. Ja, aber ich hatte jedenfalls, als ich festangestellt war, ich hatte immer 30 Urlaubstage im Jahr. Darunter nie. Als Selbstständiger, da musst du doch immer. Nee, als ich noch Redakteur war, als ich angestellt war. Mhm. Als Selbstständiger habe ich überhaupt keinen Urlaub. Als Selbstständiger bezahlt mir keiner was. Stimmt. Das ist halt der große Nachteil, ja. Mein Kollege ist auch selbstständig. Er hat einen Online-Shop. Und der sagt immer, ich muss immer arbeiten bis um 4 Uhr früh. Ich habe gesagt, du, das würde ich nicht so lang machen. Irgendwann klappst du zusammen. Und er kann sich auch keinen Urlaub mehr leisten, sozusagen. Ja, das ist schlimm, ja, klar. Man muss halt so viel sich ansammeln, dass man auch mal sich eine Auszeit nehmen könnte, ja. Mhm. Klar, muss man auch. Ja, ist richtig. Ja, nur seine Firma ist eine GmbH. Meine auch. Ach ja. Alsterfilm auch. Aber gut, das muss ja nichts bedeuten. Also es kann ja auch so gut laufen, dass man mit relativ wenig Arbeit viel Geld verdient. Also ist mal die Frage. Ja, ne? Ich glaube, bei dir ist es nicht so, oder? Nee, ich arbeite auch sehr viel, das ist richtig. Du, dass du viel arbeitest, das tut dir keiner anzweifeln. Mein Kollege macht das auch. Er hat mir manche Geschichten erzählt, da fragt man sich, sagen wir mal, sind die noch ganz dicht? Bei Online-Shops ist das vor allem ganz schlimm. Wenn du da mal etwas versaust, dann kommen sofort alle und schreien dich an. Er hat mir von Leuten erzählt, die haben ihn richtig angeschrien oder ziemlich aggressiv. Und ich denke, bei dir ist das ja nicht anders, vor allem wenn du Sender kritisiert. Ich denke schon, oder hat dich noch kein Sender
So richtig angebrüllt? Nicht am Telefon oder so. Das kam noch nicht vor. Naja, wenn du einen Spaltensender wieder mal auf dem Kicker hast, dann und der ein bisschen undiszipliniert ist, dann kann es vielleicht kommen. Maybe. Nicht? Ja, das ist doch klar. Maybe, kann sein, klar. Was ist eigentlich mit dem ersten Verklager, Master with Response? Haben die nicht ein bisschen gedroht? Also so unter dem Motto, wir machen dich fertig. Nö, haben sie nicht. Nee. Das gab's nicht. Aber die Anwälte waren natürlich sehr, sehr giftig. Harte Hunde, ja. Ja, und das Ende vom Lied ist ja, sie sind pleite gegangen. Na, Mass Response gibt's ja in dem Sinne noch, aber irgendwie, aber... Ja, und musst du von dieser Ecke noch nichts erwarten. Hat der Richter gesagt, jetzt ist Schluss, du hast gewonnen. Nee, wir haben ja in Hamburg leider was anerkannt. Das ist das Problem. Oh ja. Wir haben leider juristisch einen schweren Fehler begangen. Und da wieder rauszukommen, das ist halt sehr schwierig. Und jetzt noch mit RTL. Ja, gut. Naja, ich find's gut, dass du es machst. Auch wenn andere sagen, nein, das ist doch nicht gut. Die können dich bis zum die Arsch aus der Hose verklagen, sozusagen. Ja, klar. Das können sie auch, aber der Rufschädigung, sie müssen auch abwägen, wird das ihren Ruf schädigen? Ja, sicher, klar. Ich meine, deswegen mache ich ja auch das, dass ich das auch medial an die große Glocke hänge. Weil also natürlich RTL, das ist das einzige Mittel, was ich gegen RTL habe, ne? Das ist auch ein gutes Mittel. Das Ganze auch öffentlich zu machen, klar. Ja, ich meine, mit YouTube hat diese Zensio, was nicht mehr heißt, Sepp Zensio, gesagt, der Sprecher, RTL wird sich damit lächerlich machen, haben sie gesagt. Sie haben die zwar gesagt, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben gewesen mit Scheiße RTL, aber anders kann man dieses Programm nicht mehr ausdrücken. Das war Scheiße, vielleicht in den 90er. In den 90er waren sie vielleicht mal gut mit dem Kinderprogramm, vielleicht mit dem Kinderprogramm am Samstag, vielleicht mal hin und wieder ein guter Film. Ah, Semper Zensio. Ja, das wird man eben vor Gericht eben klären müssen. Das sind natürlich Argumente, die wir auch vorbringen werden. Mein Anwalt sammelt ja auch schon fleißig solche Dinge. Gerade wenn sie auch in Medien berichtet werden. Über RTL. Also zum Beispiel die... Nein, das war ja Sat.1 mit Schwer verliebt, oder? Das ist Sat.1, ja. Ja, hat... Ach ja, mit Vera Wen Wendt. Das ist doch RTL, oder? Das ist RTL, ja. Das ist schon Angreiffläche, wo du nutzen kannst. Ja, sicherlich, klar, auf jeden Fall. Haben sie auch nicht mit dem Dschungelcamp ein bisschen Probleme bekommen? Wie, inwiefern? Naja, Menschenwürde und so. Ja, Tierquälerei ist so ein Thema halt, ja. Und lass mich raten, das ist von der Seite von Peter. Ja, genau. Auf die habe ich sie so gerade einen Hals. Wegen der Battlefield-Geschichte. Die haben wirklich gesagt. Weißt du, bei Battlefield, bei der Solo-Kampagne, musst du eine Ratte töten, weil sie dich sonst verrät. Und das haben die von Petra natürlich ausgeschlachtet. Und gesagt, ja, virtuelle, eigentlich dieses Killerspiel. Killerspiel-Klischee. Wer auf dem PC abdrückt, drückt auch in der Realität ab. Und da, ich weiß nicht, du hast es mitbekommen mit der Petra-Diskussion bei deinem Forum. Ich habe das mitbekommen, ja. Ja. Und Battlefield ist so ein. Ist eine Sache für sich. Ich weiß nicht, ob du die Origin-Diskussion auch mitbekommen hast. Sag mal, was war das? Die Origin-Diskussion. Origin? Ja, bei der PC-Version brauchst du ein Programm, also ein Programm, wie Steam funktioniert. Sag mir so einen Kopierschutz.
Ja. So einen Kopierschutz. Und da haben sie sich, nicht nur bei uns, die haben sich wirklich aufgeregt. Und ich habe mal gefragt, wieso eigentlich? EA hat, also Electronic Arts hat das Recht, ihre Kopien zu schützen. Ob es nutzt, das ist die andere Frage. Ich denke, es hat sicher mindestens 1 Million Raubkopien gegeben, würde ich mal sagen. Und ob sie dann auch spielen können, das weiß ich nicht. Und aha, da ist auch die Diskussion, was ist besser, Call of Duty oder Battlefield? Und du hast Battlefield ja noch nie gespielt. Nee, ich kenn's nur eben von irgendwelchen Clips, die ich gesehen habe, aber nie gespielt selber. Also ich finde Battlefield genial. Besser als Call of Duty. Mhm. Und selbst die von Game One. Ich weiß nicht, ob du sie verfolgst. Ja, sicher, klar. One. Sie sagen, Call of Duty ist für das Schnelle, für ein Quickie, aber Battlefield ist für das lange Motivation. Okay. Und ich gebe Ihnen recht, Battlefield ist wirklich für das Längere. Auch wenn ich manchmal die Frage... Entschuldigung, ich bin gerade aus dem Ding. Auch wenn ich die Frage, ja, willst du, dass sie dich ausspionieren? Dann haben die EA hat gesagt, und das hat GameStar bestätigt, und auch eine unabhängige Zeitschrift, da wird nicht spioniert. Das ist kein Spybot. Mhm. Oh, jetzt kommen sie mit den Semper Censio. Ja. Okay, wir reden jetzt schon 40 Minuten miteinander. Das ist schon weit über normal. Naja, die andere war nicht gerade wirklich so wie soll ich sagen, so wirklich das Gelbe von Ei. Ich eigentlich auch nicht. Da muss ich ehrlich sagen, ich bin auch nicht das Gelbe doch, von Ei. Doch, macht mir Spaß mit dir, aber so langsam sollten wir mal zum Ende kommen. Stimmt. Na? Also, es war sehr unterhaltsam. Ja, danke, dass du angenommen hast. Aber gerne. Einen schönen Abend noch. Dir auch, tschüss. Danke, ciao. Das waren auf jeden Fall die lustigsten Momente bisher, heute Abend. So. Firefox, hallo. Hallo, ist ja Wahnsinn, kommt mir wirklich doch bei dir. Kannst du mal sehen. Also, ich grüße dich erstmal herzlich. Ja. Erstmal natürlich Kompliment an deine Sendung, muss ja sein. Danke. Ein bisschen Schleimspur legen, damit das weitere Gespräch auch ein bisschen besser flutscht. Geht's ein bisschen lauter? Ja, Moment, muss schauen. Ich bin jetzt selber gerade überrascht, dass es überhaupt funktioniert. So. Ja, nicht wirklich. Nee, ist glaube ich schon auf. Nee, so ist aber schon besser jetzt. Ja. Schon besser? Ja. Okay, lassen wir es so. Ja, was wollte ich jetzt eigentlich fragen? Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Egal. genau. Was ich sagen wollte ist, woran glaubst du eigentlich, dass es liegt, dass RTL immer noch eine höhere Quote hat als jetzt beispielsweise andere Privatsender? Also im Schnitt allgemein, wenn du die Quoten anschaust, ist RTL immer vorne dabei, egal was für einen Rotz die verbrechen. Ja, weil RTL es schafft, vor allem tagsüber hohe Marktanteile zu generieren. Und da wird vor allem der Pöbel, das Publikum bedient, das offenbar zu Hause sitzt und zu der Zeit Fernsehen guckt. Und ja, auf dem Wege holt man schon mal ordentliche Marktanteile. Das mag sein, aber ich verstehe das. In der Primetime sind sie ja gar nicht immer so erfolgreich mit ihren Formaten. Ja, das stimmt, von den Marktanteilen. Aber von der absoluten Quote, glaube ich, sind sie schon immer mit vorne dabei. Also das gucken doch die meisten. Also ARD hat auch hohe Quoten, aber halt niedrige Marktanteile. Also nicht Marktanteile, also werberelevante Zuschauer. Ja gut, das ist richtig. Ja, das ist richtig. Ja, das verwundert mich schon. Also ich glaube ja, dass es so ein bisschen Faulheit auch von den Zusehern ist. Weil die schalten ein und dann kommt erstmal ARD, weil es vorne in der Liste ist. Ne? Und dann gucken die meisten weiter und in den ganzen Fernsehzeitschriften ist ja RTL immer direkt hinter den ersten Öffentlich-Rechtlichen. Und da bleiben die meisten dann gleich bei RTL hängen und sehen, glaube ich, 90% vom Rest gar nicht. Das ist meine Theorie. Keine Ahnung, ob das so ist, weiß ich nicht. Vielleicht. Naja, jedenfalls, ja, ich weiß es nicht. Es ist auch ein Phänomen, wirklich.
Ich weiß, wer diesen Bachelor, wer guckt diesen Scheiß? Ich also, weiß es auch nicht. Das ist doch sowas von, das ist doch nicht nur blöd, das ist auch eher langweilig einfach, ne? Ich weiß es auch nicht. Gut, Dschungelcamp, das verstehe ich. Das ist halt lustig. Das ist irgendwie geiler Scheiß und so, da guckt man mal wirklich rein, man findet es eigentlich bescheuert, aber man bleibt trotzdem da hängen. Genau. Ich verstehe es auch bei Wer wird Millionär, auch eine gute Sendung, aber... Ja, das ist ja aber bei diversen anderen RTL-Sendungen, also da denke ich echt so, das gibt's doch gar nicht. Wie kann man damit Erfolg haben? Ja, ich verstehe es auch nicht so ganz. Also ich habe einen Kollegen, der ist Ingenieur, also ist auch kein blöder Typ jetzt eigentlich, aber der guckt sich zum Beispiel X-Diaries an. Da habe ich auch gesagt, du hast sie noch nicht mehr alle. Aber er sagt, er findet das lustig. Und der Berlin Tag und Nacht. Ja, genau, das ist ja Weltklasse, Oscar-Reihe. Ich kann mich auch mal irgendwie... Mit drei Freunden zusammentun und sagen, so, ich mach mal die Kamera an, ich drehe jetzt mal hier irgendwas. Ja, mach mal irgendwas. Und das senden wir dann um 19 Uhr im Fernsehen. Ja, das ist doch absurd. Stimmt, das ist aber bei X-Diaries ist es ja so unfassbar schlecht. Ja. Es ist ja... Ja, ich glaube, da ist doch so ein bisschen den Reiz irgendwie wohl, dass da auch manchmal Mädels im Bikini auftauchen und so. Weil das alles am Strand spielt, ne? Das hat wohl dann den Effekt noch. Ist ja mal, aber dieses Berlin Tag und Nacht, also das fasse ich einfach nicht, dass das auch noch so erfolgreich ist, quotenmäßig. Das ist erfolgreich? Ja, es ist erfolgreicher als Big Brother auf dem Sendeplatz. Ja gut, Big Brother zu überbieten, Grundstück. Naja, gut. Dass das noch läuft. Für RTL 2 Verhältnisse sind das gute Quoten, also das darf man nicht unterschätzen. Wie Staffel ist das eigentlich? Was? Also, der Big Brother, wie viele Staffeln ist das eigentlich? Also, jetzt ist ja keine zur Zeit. Ah, zur Zeit nicht mehr. Ach so. Es gab jetzt, glaube ich, 10 bisher. Das ist schon was. 10 oder 11. Das ist immer noch 11, das ist wirklich der Hammer. Tja. Naja. Die einzig gute RTL2-Sendung, finde ich, ist, wie hieß denn diese Comedy-Sendung da? Die ist richtig klasse. Mit Ingo Appelt moderiert die. Na, wie heißt sie? Oder kommt die überhaupt noch? Die war gut. Also. Ansonsten könnt ihr die Sendung aber nicht machen. Kaum die Sendung von Ingo Appelt moderiert, kenne ich nicht. Ah, wie hieß denn die? Schreibt das hier keiner im Chat. Die kam noch auf RTL 2 oder habt ihr jetzt hier Hirnschwund? Naja, egal. Weiß ich anscheinend du hast zu viel RTL 2 geguckt, offenbar. Wahrscheinlich, nein. Ich gucke eigentlich sehr wenig fern. Ich gucke mir immer eigentlich nur, wenn eine neue Fernsehkritik-TV-Folge kommt, gucke ich mir das an und dann denke ich mir, ach, guck... Nichts verpasst, alles nee, kompakt. Genau. Nein. Tja, was soll man sagen? Fun Club, da steht's ja. Genau, Fun Club. Der ist doch gut, oder? Stimmt mir jemand zu? Ja, habe ich noch nie gesehen. Fun Club kenne ich gar nicht. Ist so wie Quatsch Comedy Club, bloß kommen da auch mehr, sag ich mal, unbekanntere, aber nicht schlechte Comedians. Mhm. Ach, sowas ist das, okay. Boah, also ist ganz ordentlich. Vor allem wirklich gut gemacht. Ohne viel Gedöns drumherum. Tja, was spielst du eigentlich gerade so? Falls das noch heute keiner gefragt hat. Auf der Xbox? Auf der Xbox, ja. Ich habe ja immer noch dieses Saints Row 3 da liegen. Saints Row 3, das habe ich kurz angespielt auf dem PC. Fand das dann aber doch... Ja, der Humor ist schon... Ist lustig, sehr lustig. Ja, lustig ist schon. Ich habe, glaube ich, im neuen Jahr noch gar nicht gespielt. Also noch nicht ein einziges Mal. Jemand anderem, dass du da Leute durch die Gegend katapultierst. Boah. ist nicht schlimm, aber kommt auf andere immer ein bisschen merkwürdig. Vor allem Saints Row hat halt schon krassen Humor. Was mir auch gut gefällt, das habe ich ja auch schon mal ziemlich weit gespielt, das ist dieses Mafia 2. Ah, das kenne ich jetzt nur vom Hören sagen. Das finde ich richtig gut gemacht. Das soll richtig gut sein. Ja, also ich kenne es halt so aus Ausschnitten und so weiter. Das sieht richtig klasse aus. Ja, muss ich sagen. Das gefällt mir gut. Ja, Battlefield 3 spiele ich halt, aber ich weiß nicht, ob wir jetzt darüber unbedingt nochmal reden wollen. Ja, wie gesagt, habe ich noch nicht gespielt bisher. Bis ich mal so weit bin, dass ich das mal wieder Zeit habe, das zu spielen und die alle anderen durch habe, bis dann ist es schon für 20 Euro zu kriegen wahrscheinlich. Ja, so ist das bei mir auch oft. Da kaufe ich manchmal was und dann spiele ich es erst ein Jahr später und dann gibt es das für einen Fünfer. Naja, egal. Ja, Battlefield 3, Origin. Das ist, glaube ich, durch. Da brauchen wir jetzt nicht mehr drüber reden. Ich sag mal so, also ich habe das am Anfang auch so ein bisschen mitverfolgt mit Datenschutz und dieses Programm spioniert einen aus, ne, und so weiter und so fort. Dann gab es den riesen Aufschrei, Petitionen gegen dieses
Origin wurden ins Leben gerufen, viele haben sich aufgeregt, aber ganz ehrlich, also als ich da die ersten Schnipsel von dem Spiel im Internet gesehen habe, und ich habe schon die ganzen Teile davor auch gespielt, da habe ich mir gedacht, scheißegal, die können von mir aus mein Auto, meine Wohnung, mein ganzes Leben haben, ich will das Ding auf meinem Rechner spielen. Also ich finde es klasse, ist absoluter Wahnsinn bisher. Bin total begeistert. Ich habe davon gar nichts mitbekommen, dass es da so einen Skandal gab. Wusste ich gar nicht. Ja, also es hieß halt, am Anfang waren in den Nutzerbedingungen gestanden, im Prinzip vereinfacht gesagt, wir dürfen von deinem Rechner alles lesen und machen, was wir wollen damit. Also ach so. Im Prinzip so war es. Und das haben sie dann gleich abgeändert, nachdem der erste Aufschrei kam. Sie haben ja auch gesagt, oh, wir machen das ja nicht wirklich, wir haben es nur mal reingeschrieben. Also ist ja auch schon mal total dämliche Aussage, wieso dann überhaupt reinschreiben. Naja, es hat sich jetzt wieder ein bisschen gelegt und die Nutzungsbedingungen haben sie auch geändert. Okay. So, das mal dazu. Ja. Ansonsten. Was steht denn im Chat? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Battlefield 3 ist Game. Nein. Ich bin ein vernünftiger Gamer, genau. Die Meinungen gehen wohl auseinander bei dem Thema, wie man merkt. Ja, da gehen ja direkt immer die Meinungen auseinander. Die einen schreien dann wieder, Call of Duty ist cool, Battlefield 3 ist scheiße. Man kann auch vielleicht beides gut finden, mein Gott. Ja, ich habe beides gerne gespielt. Also Call of Duty habe ich auch die ganze Serie gespielt, aber ich muss ehrlich sagen, jetzt der neueste Teil, es ist genau wie der Vorgänger. Und deswegen, ich finde es nicht mehr so toll. Ich finde, Battlefield 3 hat da mehr richtig gemacht. Die haben da ein bisschen mehr Neues reingebracht und ja, Call of Duty ist sicher nicht schlecht, aber es wird ein bisschen langweilig jetzt mittlerweile. Vor allem, ich weiß nicht, hast du schon mal gespielt, Call of Duty? Bei jemand anders mal, ja. Nicht bei mir selber. Ich habe das selber nicht, ja, genau. Aber ich kenne das, ja. Also, am Anfang ist man begeistert, aber wenn dann der nächste Teil rauskommt und das Spiel fängt an und es fliegt was in die Luft. Du drehst dich um, es fliegt noch was in die Luft. Denkst du so, wow, geil. Und nach 2 Minuten denkst du dir, naja, man kann es auch übertreiben und so geht das ganze Spiel halt bis zum Ende. Ich find's nicht so toll. Naja, aber lassen wir das mal wieder. Das ist jetzt, glaube ich, jetzt auch nicht so das Massenthema, was hier irgendjemand begeistert. No, bei Games gehen sie immer alle ab, die Leute. Ja, das stimmt. Da ist ja gleich mal Zeta und Mob. Du bedienst den Mob mit deinem Thema, das ist gut. Weiß ich nicht, die Zuschauerzahlen sinken. Ich habe Angst, dass ich irgendwas verkehrt mache. Ist das so, ja? Hat, glaube ich, an der fortgeschrittenen Uhrzeit liegt das, glaube ich, eher. Nein, der Adrian hat das auch noch nie gekümmert. Die haben da einfach Tippen gezeigt. Naja, du könntest ja mal dein Shirt heben, vielleicht hilft das ja. Nee. Naja, gut. Lassen wir den Spaß. Ja, ach genau, jetzt weiß ich noch, was ich sagen wollte. Was ganz klasse ist, immer wenn du jemanden durchstellst, sind peinliche Pausen. Gibt's die? Ja, ständig. Finde das immer ganz großes Tennis. Aber es liegt, glaube ich, daran, dass du halt mehr nördlich bist. Ich merke das gar nicht, dass es peinliche Pausen gibt. Mir ist nichts mehr peinlich, du. Dir ist nichts mehr peinlich. Nee. Ja, also ich find's klasse. Wenn dann immer jemand was sagt und du sagst dann einfach gar nichts drauf. Also so überhaupt nichts. Ja. Ne, aber die anderen merken auch nicht, dass dann das Thema vielleicht langweilig sein könnte. Ja, gut, okay. Oder vielleicht interpretiere ich das jetzt falsch. Das kann manchmal sein, ja, das stimmt. Da bin ich dann diplomatisch und denke mir, vielleicht merkt das ja von selber. Ah, so. Du denkst also, die anderen Leute, die bei dir anrufen, die denken. Okay, nein, kleiner Scherz. Was ich sagen wollte, genau, ich habe dir mal vor Ewigkeiten eine ewig lange E-Mail geschickt. Ich weiß, ich springe jetzt ein bisschen wild durch die Themen, aber das muss ja nicht schlimm sein. Und zwar ging es da um den geliebten Herrn Hornauer. Und zwar, ich komme aus der Nähe von, also ich bin aus Füssen, und da hat er sich wir haben eine obskure Sekte in unserem Ort. Mhm. Da habe ich dir mal eine E-Mail dazu geschrieben. Das ist schon ewig her, das muss schon über ein Jahr her sein. Mhm. Die hast du nicht beantwortet, ja, ich bin noch immer beleidigt. Nein, aber auf jeden Fall, er hat sein ganzes Fernsehstudio, was er nicht mehr braucht, hat er jetzt bei der Sekte eingelagert. Habe ich sie nicht in der Postecke vorgelesen, auch nicht? Nee.
Nee, das ist schon ewig her. Na, sowas. Ich glaube, gab's die Postdecke noch gar nicht. Ach so, oh Gott. Ja, ja, ich bin ja ein Fan. Erst das tut mir leid. Nein, Schmarrn. Nee, kein Problem. Es war auch keine wirkliche Information in der Mail drin. Ich wollte es nur loswerden, deswegen habe ich dir geschrieben. Also, der ist, das ist auch schon länger her, er hat ja seine Währung hat er in einem Haus, das dieser Sekte gehört. Die haben schon die halbe Altstadt bei uns aufgekauft. Wir sind ein kleines Ort, ein kleiner Ort mit einer historischen Altstadt, Nähe von Schloss Neuschwanstein, für die, die es nicht wissen. Nicht weit weg, 2 Kilometer. Und da hat er in einem Raum, der dieser Sekte eben gehört, hat er eben seine Fernsehkamera drinstehen. Das Logo von seinem Sender Telemedial steht da auch noch auf so einer großen Wand. Und diese ganzen Sessel, die in seiner Sendung immer drin waren, die stehen da alle drin. Aha, okay. Das ist eine Erdgeschosswohnung. Ich weiß nicht, inwiefern dich das jetzt interessiert, wahrscheinlich gar nicht. Ich erzähle es trotzdem. Ist eine lustige Geschichte. Ja. Und der Knaller ist, im Fenster vorne liegen auch noch seine Währungsscheine drin, die Deutschmark. Ja, also ganz großes Tennis. Ich weiß nicht, was er als nächstes plant, aber irgendwas kommt da noch. Ja, ja, mit Sicherheit. Vielleicht macht er nochmal einen Sender auf. Naja. Er gibt nicht auf. Hoffen wir es, weil ich finde es unterhaltsam. Gibt nicht viele, die so bekloppt sind wie der. Naja. So. Ja, das war's eigentlich. Mein geistiger Dünnpfiff ist fast am Ende. Gut. Schön, dass du ihn rausgelassen hast. Ja, schön, dass du mir zugehört hast. Ich danke dir herzlich. Und ja. Ja, sind noch welche in der Leitung oder soll ich noch irgendwas erzählen? Es sind noch welche in der Leitung. Dann will ich nicht länger hier Leitung blockieren. Also vielen Dank. Mach's gut. War nett und viel Spaß noch. Ciao. Tschüss. Ich habe jetzt irgendwie Bock auf englisches Weingummi. Ich mach mal kurz einen Break und komme sofort wieder. Moment bitte.